Herzlich willkommen zu Scudetto TV, diese Woche wieder aus dem kuschelig warmen Arbeitszimmerstudio. Der Besuch letzte Woche bei Rot-Weiß Essen und bei Willi Ente Lippens hat mich doch ein wenig nachdenklich werden lassen. Denn ein so großer Verein mit so tollen Namen und einer wunderbaren Historie und dann spielt man nur in der vierten Liga. Ob das vielleicht auch ein wenig mit diesem Detail hier zusammenhängt? Aber der Ausflug hat sich doppelt und dreifach gelohnt, denn irgendwann an diesem Vormittag wurde mir diese schöne Zeitungsnotiz aus dem Jahre 1988 zugesteckt. Wolfgang Wuttke kauft bei Olympia in Seoul 30 Postkarten, lässt alle seine Mitspieler unterschreiben, packt die Karten in den Briefkasten und ärgert sich dann. Mann, bin ich doof. Ich habe ja gar keine Adressen draufgeschrieben. Doch nun, wie letzte Woche bereits angekündigt, zur Ruhrgebietslegende Willi Ente Lippens. Der erzählte bei der Präsentation seines Buchs Ich danke Sie, mein schöne Anekdote. Eine von den Anekdoten handelte von seinem Lieblingsgegenspieler Berti Fuchs. Er hatte immer so schöne kurze Beine und von daher war meine Spezialität war ja mit dem Körper oder mit dem verlängerten Rückgrat, mit dem Arsch, also den Ball abzudecken und ihn teilweise gar nicht zu bewegen, sondern einfach nur die Tritte von hinten mit meinen Beinen abzuwehren. Und der Ball hat sich ja gar nicht bewegt. Und ich habe dann 3-4 Mal hat man versucht, den Ball zu bekommen. Ich habe halt nur die Tritte abgewehrt. Und von daher, das war meine Spezialität. Und der Berti hatte eben die schönen kurzen Beine, der kam ja nie an, weil er konnte machen, was er wollte. Wie gesagt, steht ja auch im Buch, so, ja. dass der so 8 Tage bevor er gegen mich spielen musste, dann Dünnschiss bekam. Da hat sich so ein bisschen Magenschmerz und so hat sich das dann entwickelt, bis zum Dünnschiss. Oder er hat unter der Dusche gestanden, sagt man, regnet das hier oder was ist hier los? Ist so durcheinander war der teilweise. Es gab auch andere, Hermann Gerland zum Beispiel, der beim VfL Bochum Verteidiger spielte, der lacht mir überhaupt nicht. Und wenn der Hermann, der war sowas von schnell, wenn er seinen Puckel machte, wenn ich den an der Mittellinie das erste Mal umspielt habe, dann musste ich, um zum 16er zu kommen, den 5-mal umspielen. Der war immer wieder da, Das war furchtbar. Beim 4. Mal hat er mir auch meist den Ball weggenommen. Natürlich gibt es auch diese Woche etwas zu gewinnen und zwar das wunderbare Buch Ich danke Sie mit Geschichten über Willi Ente Lippens aufgeschrieben von Dietmar Schott. Und um diese herrliche Signatur zu bekommen, muss man mir in dieser Woche etwas helfen. Denn ich habe im Magazin Neon diese Randnotiz entdeckt. Radovan Karadzic hat als Psychologe den FC Barcelona betreut und hätte gerne dazu nähere Informationen. Also schreib mir unter der unten angegebenen Adresse. Ich bin schon sehr gespannt auf die Hintergründe zu dieser Geschichte. Auf den Fußballseiten von Spiegel Online kann man im Moment zusammen mit der Deutschen Akademie für Fußballkultur den Kickerspruch des Jahres wählen. Leider nicht mit dabei, weil schon zu alt, aber dafür passend zum eher tristen Wetter draußen ist ein Spruch von Trainerlegende Heinz Hörr über ein Trainingslager auf Sylt. Das Wetter damals war wohl nicht so ganz besonders und deshalb sagt Hans Hörr auch Folgendes. Es hat nur 2-mal geregnet. Einmal 5 Tage und einmal 8 Tage. Eine lange Karriere hat Willi Lippens hinter sich, wir nur 4 Minuten Scudetto TV und deshalb soll auch das letzte Wort der Ente wieder gehören. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und Glück auf. Was mich ein bisschen ärgert ist natürlich, dass ich 74 auf Mallorca war und nicht in München beim Endspiel, das ist natürlich klar. Wenn ich für Holland gespielt hätte, bin ich davon überzeugt, dass ich der einzige Weltmeister in Deutschland gewesen wäre. Ja. Vielen Dank. Okay.